Willkommen zurück, meine Freunde, zu Let's Play Okami. Und ihr dürft Zeuge sein, dass ich einer der schwersten Aufgaben dieses Spiels endlich gemeistert habe. Ich habe diese verfluchte Kugel hier hochbalanciert. Glaubt mir, das ist die allerschlimmste Aufgabe, die man sich vorstellen kann. Hat über eine Stunde, glaube ich, jetzt hier daran gesessen. Hat er endlich seine Augen geöffnet? Nope. Er scheint die Kugel wirklich zu lieben. Ja, er gibt uns 20 Punkte. Ja, das ist alles. Ja, ihr habt es ja miterlebt. Man kriegt für alle drei Kugeln lediglich ein paar Erfahrungspunkte. Und ich habe es endlich geschafft. Oh. Ihr wisst gar nicht, was für ein steifes Herz mir, dass ich endlich diese Aufgabe bewältigt habe. Es gibt jetzt noch eine Aufgabe, die sehr viel Anstrengung erfordern wird. Und zwar ein Wettrennen, von, das habe ich auch schon erwähnt. Ein Wettrennen dort oben im Norden. Aber das, da kommen wir noch dazu. Das wird auch nochmal sehr schwer werden. Aber wie gesagt, diese Kugel hier war der absolute Horror. Das haben wir bewältigt. Ja, ich habe jetzt noch nicht den Blockkopf gemacht. Ja, manchmal will er halt nicht. Ich habe jetzt noch nicht den Blockkopf gemacht. Und ich denke, wir werden als erstes jetzt mal schnell zum Dojo gehen und uns ein paar Techniken holen. Dass das auch erledigt ist und wir dann werden wir sehen, wie wir noch brauchen bis zu den 2 Millionen. Ja, wie gesagt, wir brauchen nochmal, wie gesagt, ich glaube 375.000 waren das für die Kraftstreicherweiterung. Oh Moment, hier ist auch noch eine Truhe im Eis. Habe ich auch letztes Mal nicht gesehen. Ja, jetzt haben wir auch ein paar Fische hier gefangen mit Kugari. Ah, nochmal. Ach so. Porzellantopf. Das ist nochmal ein anderer Porzellantopf. Besteht aus halb durchlässig welchem Porzellan. Aha. Ist das der? Nee, ist auch noch nicht der letzte. Topf besteht halb. Ja, okay. Also, das sind so die letzten Schätze, die wirklich sehr wertvoll sind und die es halt hier ganz zum Schluss erst gibt. So. Ich will jetzt mal gucken. Ist jetzt hier eine andere Statue? Nee, ist wieder Isun, okay. Oder wartet eine andere wo? Gibt noch so eine Statue, die man aus dem Schnee frei machen kann. Aber kann sein, dass die andere war. Ich weiß, eine ändert sich immer. Da ist immer mal Amaterasu, mal Isun in verschiedenen Posen und so. Okay. Was soll denn? Kannst du dir nicht einen Ort aussuchen, wo du dein Jodo treiben willst und dann auch dort bleiben? Ich habe es doch bereits erklärt, oder? Egal, ob eine einsame Insel in den Wellen des Meeres ist oder der kahlstehende Gipfel, kahlste Gipfel eines Berges. Ich ziehe auf den Weg des Kriegers durch das ganze Land. Wow, du nimmst es aber ganz schön ernst, Mann. Dabei hatte ich gedacht, dass du dich hier ausruhen würdest. Dein Gesicht verändert sich total, wenn du zum Geschäftlichen kommst. Ja, wir wollen, und zwar haben wir hier erstmal für 10.000 Sturkopf. Du hast entschieden, weiter in Kunst des Kampfes, ich schätze, ein Wahl, werde dir Wunsch erlauben, du zu trainieren. Netzwerkverbindung wurde unterbrochen, ja, na und? Anscheinend werden diese Einblendungen neuerdings auch in den Videos angezeigt. Hier von wegen Netzwerk und Verbindung unterbrochen und so weiter. Ja. Sturkopf können. Schreck nicht zurück und drücke einfach Quadrat. Der Kopf wird zu Stahl, Eisblöcke, ja. So weiter, stärker, komm dann. Hast verstanden? Ja, habe ich, ja. 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 Genau, Muskeln, ja. Okay, hier gibt es keine Übung oder wie? Gehen wir einfach wieder. Ja, Sturkopf bedeutet,
dass wir jetzt alles, was wir normalerweise mit dem Schwert kaputt machen können, auch einfach mit einem Rammattacken kaputt gehen. Also auch die Felsen und so weiter. Du hast nur, ja. Wie gesagt, die ganzen Quatschereien sind leider etwas lang. So, nächste Technik ist... Wir können mal kurz einmal einen Blick raufwerfen. Wie ihr seht hier, die 2 Millionen. Hier haben wir für 60.000 Schwerttanz. Schwert als Haupt- und erhöht die Angriffskraft. Haupt- und Nebenwaffe. Ja, das ist genau wie beim Schild. Für ein Schild haben wir das ja schon. Und hier Perlenkette bei den Perlen als Haupt- und Nebenwaffe. Dann haben wir hier Schwerttechnik 4 Schnitt. Also das heißt, wir haben noch einen Treffer mehr für das Schwert. Und dann haben wir noch hier zwei Techniken. Für jeweils 30.000. Die verbessern Techniken, die wir schon haben, etwas. Und zwar, ihr werdet gleich sehen. Also jetzt schon weiter, ja, kann man skippen, genau. Und zwar Training beginnen, ja, Response Tipps, Göttertechnik Tipps. Drücke vorsichtig R2. Wenn du das machst, weichst du dem feindlichen Angriff nicht nur aus, sondern nutzt deinen Schwung und führst einen Gegenangriff durch. Genau. Nutze dich so eine gefährliche Situation zum Vorteil verordnen. Nun hast du alles verstanden, ja. Ja, habe ich. Technikkontrolle, ja. Lava, blub. Technikkontrolle, Lava, blub. Technikkontrolle, ja. Trainieren, Muskelschmerzen. Okay, wir haben sogar eine Übung. Ja. Wir haben ja diese Ausweichtechnik und wenn wir diese jetzt anwenden, dann können wir halt auch die Gegner angreifen. Die sind also auch ein Angriff, macht auch Schaden, also sehr schön. Ich glaube. Nein, möchte ich nicht. Nein. Also ich habe jetzt hier die, ja, ich denke mal, die wird nicht kaputt gehen, die Puppe. Können wir wieder gehen. Und das gleiche gibt es auch nochmal für den Doppelsprung. Ja, ja. Wünschenswert, ja. Das gleiche gibt es jetzt selbstverständlich auch nochmal für den... Ja. Das heißt selbstverständlich, eigentlich ist nicht selbstverständlich, aber gibt es auch nochmal für den heiligen... Adler, ich glaube, die Doppelsprungtechnik hieß Heiliger Adler. Das wird jetzt zum Heiligen Falken. Ja, es gibt das mal. Was ist im Kampf durchaus Vorteil bringen? Ja, Training beginnen. Heiliger Falke, ja, trainieren. Ja, Götterting. Weiterbildung Heiliger Adler, genau. Drücke X, um zu springen und drücke dann noch einmal, um höher zu springen. Der Falke verbessert die Angriffskraft. Die Technik und macht den Sprung zu aggressiven starken Angriff. Also, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Also ihr seht jetzt, unser Sprung ist jetzt auch ein Angriff. Sehr schön. Ja. Ja. Kann man jetzt skippen. So, weiter geht's. Ja, für 50.000 Vierschnitttechnik. Ja, komm, es gibt das mal. Ups. Reh nicht mal ins Horn, ne? Ups. Ich wollte nur an dir vorbeidashen. So, ja, Krieg beginnen, Vierschnitt Schwerttechnik. Drücke Quadrat und Angriff und drücke wiederholt schnell Quadrat, achte auf das Zeigen. Wiederhole bis zu 4 aufeinander von Schwer. Ja. Alles verstanden? Ja, habe ich. Ja, Technikkontrolle, ja. Körper und Geist. Ja. Also wir haben jetzt
Ah, wir sind wieder zu nah dran. Wir haben jetzt halt 4 Angriffe für das Schwert hintereinander. Damit haben wir unsere Angriffstechniken denn, also die Kombos, weit genug, also auf Maximum erhöht. Und wie gesagt, die anderen beiden sind, wie gesagt, da kann man halt nochmal... ich dachte, es gibt für die Perlen auch noch eine Erweiterung, aber anscheinend nicht. Da kann man dann, wie gesagt, wenn man das Schwert, 2 Schwerter ausrüstet oder 2 Schilde, ist man halt noch viel mehr, noch viel, viel stärker dann. Ja. Ich denke mal, das werde ich auch gleich nutzen, indem ich jetzt hier, weil wie gesagt, das Schießen ist jetzt nicht so überlebenswichtig im Moment. Da werde ich auch gleich mal 2 Schwerter ausrüsten, damit wir halt stärker sind im Kampf. Wieder beeindruckend, Kriegergeist, ja. Du kannst jetzt gehen, also, endlich. Und Knochen von ihm. So, ja, und jetzt gibt es halt, wie gesagt, noch die eine Erweiterung für das Schwert und für die Perlenkette, dass man halt 2 gleiche Waffen... Ja. Und dann bleibt nur noch ein über. Und die wird noch etwas auf sich warten lassen. Ja, mehr Techniken lernen. Wir haben jetzt 1.442.000. Wenn wir die beiden noch gekauft haben, dann wären wir 1.330.000 haben. Das heißt, wir brauchen noch ungefähr 1 Million und ein paar zerquetschte brauchen wir noch. Weil wir brauchen ja noch wieder 3-mal für diese... Und wir, es gibt auch noch Waffen übrigens zu kaufen. Ja, ja, komm, skippen wir mal kurz. Es gibt ja auch noch Waffen zu kaufen. Demgegen, ja, Perlenkette, ja. Perlenkette, Göttin, rüste dich für diese Technik mit Perlen als Haupt- und Nebenwaffe aus. Die Perlen werden einer guten Macht unterzogen. Perlenkette wie ein wütendes Inferno reinzumisieren. Du hast alles verstanden, ja, wir haben es verstanden, ja. Trägt die Schriftrolle. Ja, verstehe, Geist, Körper. Ich weiß gar nicht mehr. Ups, Entschuldigung. Wieder ans Mikro gekommen. Ist nicht so schön, ich weiß. Ja, wir müssen jetzt erstmal, wie gesagt, wir fehlen hier noch 2 Waffen von jeder Sorte. Kann man den Rest kaufen? Es gibt ja noch eine Boss-Dings. Aber in dem Schrein, wo die beiden Lechko- und Lechko-Typen sind, dann kriegen wir den besten Schild am Ende. Weil wir, wie gesagt, man kriegt für den letzten kriegt man, wenn man die alle, ich weiß jetzt nicht genau, das werden wir sehen, wenn es soweit ist, ob man jetzt nur die Haupttechnik macht oder auch noch die ganzen Text dazu, aber wenn man alle Göttertechniken wieder vereint hat, hat man den besten Spiegel. Das Schwert weiß ich, wo man das kriegt. Na gut, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo man alles hier kriegt. Man kann auch noch was kaufen, das weiß ich. Also wir müssen jetzt erstmal noch eine Perle als Hauptwaffe. Dann. Einmal so. Zack. Ja, das reicht, dann gehen wir, ja, rein und hier, ja. Oh, hier gibt's sogar einen Knochen, sehr schön. Ja, das Ganze jetzt halt auch noch mit Schwertern. Und ich glaube, das werde ich erstmal so lassen. Habe ich eigentlich euch schon mal gezeigt, so ein bisschen, ich glaube ja, ne, die
kann ich ja nochmal machen. Die sekundäre Ausrüstung des Schwertes. Ja. Wie gesagt, hier im Dojo auch dieses ganze Gelaber hätten sie auch etwas abkürzen können, denke ich. Beim ersten Mal okay, aber danach hätten sie eigentlich immer sagen können, ne, eine kürzere Version. Ja, wie gesagt, das eine machen wir jetzt noch. Schwerttanz. Ja. Gibt es mal. Und, ja, aber gucken, ein, zwei Kleinigkeiten können wir noch machen. Wir können uns noch etwas umgucken. Training beginnen, ja, Schwerttanz, ja, trainieren. Göttertechnik-Tipps, Rüste, Schwert und Schwert als Haupt- und Nebenwaffe aus. Beide Schwerter, Berührung der Macht unterzogen, Knoten von Reine. Alles verstanden, ja. Zack. Ja, Kriegergeist, trainiere jeden Tag, ja. Mal ein paar Knochen abgeholt, so, Freunde, das war... Dieser Teil mit den Meister, wie gesagt, einmal werden wir ihn noch wiedersehen. Ja, Erfahrung wünschen wir, Selbstverteidigung, ja. Den einmal werden wir ihn natürlich noch wiedersehen. Wenn wir mal irgendwann 2 Millionen über haben, die wir nicht mehr brauchen. Ja, wir könnten ja noch die Dings machen, die gesuchten Liste. Erstmal sprechen wir hier mit dem Händler. Oh, hallo Wolf. Ich hatte gedacht, dass ich diesen Schneesturm nicht viel verkaufe. Und es sieht aus, als hätte ich recht. Ich schätze, ein Tier wie du kann das nicht verstehen. Aber es ist schwer, in diesen schweren Schneehandel zu treiben. Ja, kann ich mir vorstellen. Und dabei noch auf Monster aufzupassen. Aber... Das Problem ist, ich kann nicht einfach weggehen. Einige Leute brauchen mich. Kannst du dir vorstellen, wie hart das ist, wenn du ein Funken Mitleid mit mir hast, kauf was. Ja. Also in erster Linie werden wir einfach verkaufen. Nämlich die Muschel, das Seepferdchen, Kugelfisch, 1100 Yen, sind 2 Tintenfische. Ja, und den Tintenfisch werde ich mir auch verkaufen, der ist so selten nicht. Dann Glasperlen, Libellenperlen, Holzbär, Rollenfragment. Die Statue, wie gesagt, die möchte ich gerne behalten. Hier unten haben wir Kristall. Allein muss ich immer die ganze Liste hier runter scrollen. Ja, ihr seht, 20.000 ist das geätzte Glas zum Beispiel wert. Aber es gibt einen Schatz, der ist noch wertvoller. Der Porzellantopf ist 15.000. Die Kutani-Töpferei nochmal ein bisschen mehr. Und die Perle, 2 Stück. Ja, schon sind wir bei 142.000. So, jetzt will ich noch... Ja... jetzt möchte ich bei dir kaufen, und zwar, warte mal, ich glaube, Samen werden wir nicht mehr allzu viel brauchen, wenn überhaupt noch. Da haben wir noch fast 30 Stück Fleisch. Ich denke, das reicht auch vorhin, aber Fisch. Ich kaufe mal, ja, sagen wir 15 mal Fisch. So. Ach ja, richtig, hier ist ja noch so ein Dämonenhaus.
Okay, ich habe ihn trotzdem getroffen. Ja, wie hat der Typ, die sich... Ja, der kann halt auch Schaden machen, weil er seine Löffel hier oben rausgucken lässt. Okay, ich habe ihn jetzt nicht austricksen können. Muss etwas vorsichtig sein. Ich denke, das Schwert sollte jetzt mehr Schaden machen. Okay, mal gucken. Lässt er sich auch wirbeln? Nein. Okay, wir denken beim nächsten Mal vielleicht versuchen durchzuschneiden oder so. Ansonsten haben wir noch einige andere Techniken zur Verfügung. Was kommt hier jetzt? Ah, etwas Wasser. Ich weiß gar nicht, würde uns... Ich glaube, das Eiswasser würde uns sogar Schaden machen. Ah ja, hier ist die Meerjungfrauenquelle. Und hier haben wir eine weitere versteckte Statue. Da ist noch so ein Dämonending. Hier ist jetzt das Okami drin, genau. Also Amaterasu. Gehen wir mal hier rein. Ja, das macht immer noch Spaß, Szene zu farmen. Ja. Oh, jetzt so ein Iglu. Manu, würdest du mal bitte? Na endlich. Okay, hier ist ja das Feuer. Ja, wir können natürlich auch mit der 8. Feuer machen, ist richtig. Und Gebärms. Hä? Wollen wir andersrum machen? Okay, man muss das andersrum machen, okay. Sehr interessant. Das wusste ich jetzt nicht, dass hier die Richtung so entscheidend ist. Okay, hier haben wir ja, Glückspunkte. Ja, okay, wir können noch mal die Energie. ...260, der nächste braucht 290. Also 199 Punkte noch sozusagen, nicht wahr? So, ist hier irgendwas? Nee. Hm. Kein Tier, kein nix. Okay, wir machen den mal hier kurz. Naja, gut. Ich glaube, mit der Suchenliste wird es wohl doch nichts mehr. Ah, hier haben wir jetzt die Fliegenden. Und dieser Gegnerart. Und jetzt kommt nochmal ein ganzes Set Gegner, sage ich mal. Aber die kommen erst etwas später. Ah toll, jetzt habe ich nochmal getrunken. Ja, die kommen natürlich noch öfter. Die werden wir schon rausfinden, was die brauchen. Vielleicht, ob die auch Wind brauchen oder was anderes. Die Techniken. Ja, jetzt haben wir hier... Okay, Spiegelschreiber wird nicht erst noch. Hier 4 Schwerter. Schwertechnik-Tipps. Drücke Quadrat, um einen Angriff zu beginnen, dann drücke wiederholt schnell Quadrat, achte auf das Teilen, wiederholt 4 bis aufeinander folgendes. Schwertreffer gelandet, länger durchgehen, umso stärker werden die Angriffe. Mit dieser Technik werden mehrere Angriffe möglich. Scheinen, ja. Kennen wir ja schon, Perlentechnik. Rüste sich Haupt- und Nebenwaffe, Vergrößerung der Macht, Inferno, ja. Okay, die ist so, wie wir schon gelesen hatten. Haupt- und Nebenwaffe. Ja, Knohe drohen, während du Feinde mit Schwertern fertig und niedermachst, ja. Hier Riposte. Vorsichtig, ja. Oder noch mehr. Oh, hier fehlt. Aha, okay, der kommt hier zwischen. Die beiden sind ganz am Ende. Sturkopf. Trägt nicht zurück, da, ja, ein bisschen Übung, ja. Und hier Heiliger Falke.
dass unser Sprung halt jetzt ein Angriff ist. Hier. Regenschirm-Namahare. Legenden erzählen von fliegenden Namaharen, die meistens mit Regenschirm gezeichnet werden. Eine Geschichte ist über einen Mann, der während eines Schneesturms angegriffen wurde. Er sagt, es sei zu windig für Namahare, um draußen zu fliegen. Als sie das hörten, verließen die Namahare beschämt den Schauplatz. Wir können annehmen, dass sie nicht ausrauen, wenn es windig ist, ja? Irgendjemand? Nee. Ja, ich glaube, auch die Seite wird noch voll werden. Ja, hier unter zum Beispiel, hier ist jetzt Eis. Auf dem Wasser hier unten sind noch mal ein paar Kaninchen. Ich glaube, das sind immer noch nicht alle, oder? Die zwei werden noch nicht den restlichen... Achso, vergessen wir, dass man das abbrechen kann. So, ich denke mal, hier werde ich jetzt den Part, glaube ich, beenden. 4%. Nein, es gibt noch. Ja, ich glaube, in der Stadt gab es ja auch noch, im Dorf gibt es ja auch noch mal welche. Ah, und zwar, pass auf, mit dieser Sturkopftechnik können wir jetzt alles, was wir sonst mit dem Schwert machen, auch einfach mit dem, ja, verpiss dich, einfach mit, ja, natürlich ist der Stein wieder erschienen durch die Nacht, ist klar, mit dem Kopf einfach anrammen. Nochmal 40 Erfahrungspünktchen. Hier sind nochmal Beeren. Würdest du mal bitte? Bisschen Fisch. Hier hinten. Hier. Das zum Beispiel ist einer der... Seht ihr da, das eben... Das hier, dass man halt nicht fliehen kann. Hier wird einer der Gesuchten sein, also dieser Typ hier, der... Der gehört dazu. Oh, 8000. Sehr gut so. Hier sehen wir so ein Symbol auf der Wand. Hat eine Bedeutung. Ja, können wir ansehen. Das ist das Schutzzeichen des Unia-Stamms. Hier in Kamui. Kümmern wir uns nicht weiter um diesen Ort. Wir haben wichtigere Dinge zu tun. Ja, warum ich so nicht will, dass wir da lang kommen. Also wir können... hier irgendwann lang gehen, also ist nur eine imaginäre Wand, wenn man so will, werden wir erfahren. Und hier haben wir noch eine Schatztruhe, aber ich denke mal, das wird das letzte sein, jetzt die Schatztruhe, mal gucken, da drin ist. Und noch ein goldener Pfirsich, also wir haben mehr als genug Leben zur Verfügung. Ja, ich glaube, einer der Gegner wird dann hier oben sein. Na, dann springen wir mal darüber. Das ist auch noch eine Truhe. Oder ist das einer von denen, die hier sind? Kann auch sein. Oh. So. Ah, hier sind die Kraniche wieder. Die füttern wir noch. Mit Fisch. Kraniche fressen natürlich Fisch. Und ja, die letzten Kraniche sind auch sehr gut versteckt. Wartet das mal ab. Habe ich auch lange, lange gesucht, bis ich die letzten Kraniche endlich mal irgendwann hatte. Ah, hier ist ein neuer Schatz. Richtig. Genau hier. Das sind Amethystklunker. Da gibt es auch verschiedene von. Hier Farbe immer weg. Amoröse, heißliche Gefühle, genau. Genau. Die fehlen noch. Diese Schätze. Ich glaube, die sind auch sehr selten. Aber die werde ich trotzdem, denke ich, verkaufen. Ja, hier. Ihr seht die ganze Reihe. Das werden alles noch... Oder die, viele davon noch solche Dinger hier. Aus verschiedenen Edelsteinen. Amethyst ist auch ein Edelstein. Amethystklunker, lila Farbton, ja, hat mir erweckt amoröse Gefühle. Und wie gesagt, da gibt es noch einige von.
Ich weiß nicht, wie selten die jetzt sind, aber ich glaube nicht, dass die einzigartig sind, aber die werde ich auch alle verscheuern natürlich. Zumindest so lange, wie wir Geld brauchen. Ja, ich denke mal, hier werden wir uns verabschieden. Da müsste der hier vorne, müsste noch einer von den Gesuchten. Ja. Okay, jetzt wissen wir das ganz genau. Das wollte ich eigentlich nicht, aber. Ihr seht, wir sind jetzt schon so stark, dass wir auch die schon mit zwei Schlägen kaputt kriegen. Ja, und leider läuft man natürlich etwas langsam. Auf, wenn man die Waffe aufgeladen hat. Ein bisschen schneller sein müssen. Ach so, ja, es macht immer noch Spaß. So, meine Freunde, damit möchte ich mich jetzt verabschieden. Oh, eine sehr schlechte Zeit, na schön. Ja, ist, wie gesagt, ohne Bedeutung. Damit möchte ich jetzt von euch verabschieden. Ja, ich denke, am nächsten Mal werden wir jetzt noch mal kurz die Gesuchtenliste hier zu Gemüte führen. Zwei davon haben wir ja schon gefunden. Und dann werden wir mal aufbrechen ins Dorf nachher. Wir haben jetzt, ja, 713-10 haben wir immerhin schon, ne? Nicht wahr? Schon eine ganze Menge. Ja, also bis zum nächsten Part, meine Freunde. Auf Wiedersehen.